InterGeoTV, jetzt mit Professor Hans-Jörg Kutterer, Präsident des DVW e.V., dem Veranstalter der InterGeo, und natürlich mit der Frage, wie zufrieden sind Sie denn mit der InterGeo 2019? Das ist immer eine der schönsten Fragen zum Ende der Veranstaltung. Ich bin sehr zufrieden. Aus Sicht des Veranstalters, aber auch im Gespräch mit den Partnern Hintermesse, DVW GmbH, können wir feststellen, dass alles sehr gut gelaufen ist. Wir haben das Level des Vorjahres nicht nur erreicht, sondern in verschiedenen Bereichen auch übertroffen. Das ist für uns sehr gut. Ich habe mir in den Jahren auf der Messe immer eine gewisse Routine angewöhnt, an den einzelnen Tagen einfach mal unbeaufsichtigt drüber zu gehen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es war in allen Hallen eine gute Nachfrage. Ich habe viele interessierte Menschen im Gespräch miteinander gesehen, viele mit einem Lächeln im Gesicht. Und insofern denke ich, dass es nicht nur mein Eindruck ist, sondern dass das eben insgesamt bei unseren Besucherinnen und Besuchern gut angekommen ist. Und das, obwohl die InterGeo doch schon 25 Jahre alt ist. Oder ist sie etwa ganz jung? 25 Jahre ist sicherlich eine gewisse Reife. Die Anfangsschwierigkeiten, Gewöhnungsphasen, die sind alle durch. Aber die InterGeo ist eine wirklich tolle, wandlungsfähige Veranstaltung, die sich nicht nur an gesellschaftliche Veränderungen anpasst, sondern die diese wirklich auch aktiv aufnimmt, mitgestaltet. Was mir insbesondere gefällt, ist, dass die InterGeo über die Jahre hinweg von einer eher technologischen Ausrichtung deutlich mehr in Richtung persönliche Begegnungen, in Richtung Interaktion sich entwickelt hat. Das zeigt sich sehr gut, auch gerade in der Kombination aus der Konferenz und der Expo. In der Konferenz werden die großen Themen gesetzt. Auf der Expo kann man dann den Menschen begegnen, die das in der Praxis auch tun, sei es aus der Wirtschaft, sei es aus der Verwaltung, sei es von Hochschulen der Wissenschaft. Dieses Jahr haben Sie zum Motto der InterGeo Wissen und Handeln für die Erde, was ja aktueller denn je ist durch den Klimawandel, der jetzt stark in den Medien ist, durch die ganze Fridays for Future Bewegung, durch die Ressourcenknappheit, durch die Smart City Bewegung. Haben Sie auch noch einen Ticken verändert, indem Sie gesagt haben, es ist Wissen und Handeln für unsere Erde? Warum setzen Sie diesen Akzent? Warum steht es so in Bezug mit der InterGeo? Ich denke, dass uns im Laufe der Jahre wirklich geworden ist, dass das bewusst geworden ist, dass das Technologiedenken alleine nicht reicht. Die Besucher dieser Messe, dieser Veranstaltung, sind alle sehr technologieaffin. Aber nichtsdestotrotz sind wir Menschen, wir sind Teile einer Gesellschaft, wir leben auf dieser einen Erde. Insofern ist das unsere Erde. Und diese Veränderung des Slogans drückt deutlich mehr die Verantwortung aus, die wir insgesamt haben als Berufsgemeinschaft, aber eben auch als Individuen. Wer den DVW nicht kennt, Sie sind ein Verein. Wie organisieren Sie das mit der InterGeo? Wie stemmen Sie das? Wie kriegen Sie Konferenz zustande? Können Sie uns dazu was erzählen? Da sind natürlich sehr viele Institutionen beteiligt. Zum einen haben wir eine enge Verschränkung zwischen der Konferenz und der Messe. Die Konferenz organisieren wir selbst über die DVW GmbH, die Messe seit 25 Jahren über Hintermesse. Das ist eine sehr gute Partnerschaft, die sich im Laufe der Jahre auch wirklich erfolgreich weiterentwickelt hat. Und wir brauchen viele Ehrenamtliche, die dann bereit sind, eben inhaltlich mitzuwirken bei der Gestaltung des Konferenzprogramms. Wir brauchen das aber auch für die Durchführung der Messe. Und wenn man hier durch die Hallen geht, wenn man insbesondere auch in den Konferenzbereich geht, dann sieht man, wie viele Leute vor Ort hier dann noch mit beteiligt sind, um das Ganze durchzuführen. Und nur so kann ein Verein, auch wenn es der Mitgliederstärkste unserer Disziplin in Deutschland ist, nur so kann ein Verein eine solche große Aufgabe wirklich stemmen. Ohne Partner geht es nicht. Irgendwie ist ja nach der InterGeo auch immer vor der InterGeo. Das heißt, auch Berlin 2020 im Oktober haben wir schon im Blick. Und von diesen Entwicklungen, den Trends, die wir hier gesehen haben, rund um BIM. BIM ist ja wirklich, also hat man das Gefühl, die Technologieentwicklung geht hier stark voran. Aber auch die Drohnen sind wirklich völlig angekommen in ihrem Bereich. Smart City auch stark in Konferenz und in Expo. Welche der Themen, denken Sie, gehen denn auf jeden Fall nach Berlin mit, werden noch stärker zu sehen sein, noch stärker zum Tragen kommen?
Ja, ich denke, die genannten Themen werden im nächsten Jahr auch wieder relevant sein. BIM ist angelaufen, ist auch auf der politischen Ebene angekommen. Berlin als Hauptstadt bringt uns natürlich viel näher an die Bundesebene, als es jede andere Stadt in Deutschland leisten kann. Berlin ist aber nicht nur Bundeshauptstadt und damit ein politischer Standort, sondern es gibt eine sehr aktive Startup-Szene in Berlin und auch eine sehr interessante, erfolgreiche Wissenschaftsszene. Und das ist unser Ansatzpunkt für das nächste Jahr, dass mit diesen entsprechenden Themen BIM, Smart Cities, der digitale Wandel insgesamt zusammenzubringen. Und gerade Berlin bietet auch Chancen, weiter in Richtung Klimawandel, Nachhaltigkeit und vergleichbare Themen zu denken. Wir sind auf jeden Fall super gespannt, genießen hier die letzten Stunden auf der Intergeo 2019 und sehen uns alle auf jeden Fall spätestens wieder 2020 in Berlin.